es erzählen. Und zwar. Und zwar, wenn ich euch erzähle. Von einer Geschichte, ja, eine schöne Geschichte. Vorbei, ich kriegen, ja. Ich will dir eine Geschichte erzählen, vorbei, ich kriegen, die will ich nie vergessen. Und zwar. Ja, da war eines Tages, da wurde gleich Backbaus. Die hatte eine lange Reise vor sich. Und eines Tages hat die kleine Backmaus eine große Fliegerpilz. Eine Fliegerpilz, ja. Und die kleine Backmaus, sie setzt sich auf die Pilz. Minios. Ja, sie aß ein Stück von der kleinen Fliegerpilz, die Backmaus, ja. Und der geschah es, ja, der geschah es, dass die Backmaus auf eine große Elefant, auf eine goldene, ritt und durch den Strudel der Gezeiten und da erfuhr sie von der Erleuchtung, ja, die Erleuchtung von der Kleine von der Backmaus, ja, und dann, als sie zurückkam, die ganze Backmaus, da war alles Schutt und Asche. Der ganze Planet war Schutt und Asche. Von den Menschen, ja. Von den Menschen, alles Schutt und Asche. Doch die ganze Backmaus, sie verband sich mit der göttlichen Größe des Universums. Und als die kleine Fette Backmaus, dann, wie sie da gesehen hatte, dass sie mit der Gott zusammenfinden kann, hatte sie den Planet einfach neu erschaffen. Ja, die kleine Fette Backmaus. Ja, und seitdem haben wir den goldenen Planet von der Erschaffen von der kleinen Fette Backmaus. Ja. Und die Geschichte wollte ich euch erzählen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Geschichte von der kleinen von der Backmaus. Ja. Na gut. Dann hören wir uns später. Ob ihr weiß, Quickel. Und bis dann.